Und damit herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge von Assassin's Creed 2. In der letzten Folge haben wir Umberto Alberti endlich töten dürfen. Haben unsere Mutter und unsere Schwester geschnappt, sind außerhalb von Florenz zu Montegiorni. Das Ding. Ja, kannst du lesen? Monteriggioni. Bedackelt. Und haben da unseren Onkel Mario getroffen. Und dann mal gucken, was er so zu sagen hat. Indem wir Casa del Casa mit Mario zusammen die Villa Auditore erkunden. Also, erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihrem Tod einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Monteriggioni wird dir gefallen. Ich dachte, Monteriggioni wäre ein Feind von Florenz. Ja, jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen. Vielleicht entdeckst du ein paar davon. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Orden leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Hier sind wir. Casa Dolce Casa. Und? Was meinst du? Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir. Ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Anfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte, er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. Den Schmied besuchen. Aber als allererstes, bevor ich irgendeinen Schmied besuche. Türmchen aufdecken. Kann man irgendwie hoch hier. Ja. Also wir sind jetzt bei der Villa Auditore in Monteriggioni. Und ja. Vater, leider tot. Hat uns aber nichts erzählt. Das heißt, wir haben natürlich doch Geheimnisse, die ungeklärt sind. So, Karte aufgedeckt. Da können wir die Codex-Seiten eintragen. Und das mache ich auch mal, einfach damit die Seiten weg sind. Das Einkommen beträgt 0 Florin. Ach, schade. Achso, ich kann doch nichts machen. Schade. Noch können wir hier nichts machen. Schade. So, dann wollen wir mal rübergehen hier. Und einmal da an die Wand klettern. Weil da oben ist das nächste Rätselobjekt.
12.21.2012. Wer das kennt oder weiß, was es ist, ist natürlich ein Datum, ne? Die Macht nicht. Sie wird vererbt. Und schon wieder Macht. Nachkommen. Er trug ihn bei sich. Finde sein Erbe. Infrarot. Wir müssen Edelsplitter finden. Wobei ich nicht glaube, dass das Bild da irgendwo in einer Weise bearbeitet wurde. Also es wurde, die wurden einfach reingekopiert, ne? Das ist das Bild natürlich echt nie gewesen. Oh, Mahatma Gandhi. Ein Salzmarsch, 1930. Und das nächste Video. Im Ganzen sieht das jetzt so aus. Halt immer noch nicht aussagekräftig genug. So. Dann wollen wir mal. Die Mars-Statue mitnehmen. Ach ja, stimmt. Ja, doch, ich erinnere mich. Die Statue gab es in diesem Teil. Also, wie gesagt, Montage Oni hat viele Geheimnisse. Wie uns der Vater ja schon prophezeit hat. Der Onkel. Und die Statuen sind nur leider Teil. Was heißt leider? Sind nur Teil 1 der ganzen Situation. Und Federn gibt es natürlich auch. Und man könnte jetzt die ganze Gegend durchzudeln, da hätten sich wahrscheinlich auch eine Statue nicht mitnehmen können. Wir können uns ja erstmal ein bisschen umgucken. Und runterfallen. Umgucken und runterfallen. Das Beste, was du machen kannst. Wobei viel zu entdecken haben wir aktuell noch nicht. Eben weil uns halt noch eine Menge fehlt. Weil, ich kann das gleich schon mal vorneweg sagen, dieser Ort ist heruntergekommen und der Onkel sagte, er würde die Villa und den Ort gerne verbessern, nur ihm fehlt leider die Zeit und das nötige Geld dazu. Das wird in dem Fall quasi unsere Aufgabe werden. Wir können quasi diese Stadt ausbauen und damit bessere Goodies kaufen, also andere Waffen und alles. Und ich muss sagen, dieses Prinzip von diesem Geld verwerten, komm mal bitte mit, danke, finde ich ziemlich gut. Mir gefällt das, gebe ich zu. Weil ich mag es, wenn du irgendwo was aufbauen kannst, so von Grund auf gefühlt. Da lohnt sich auch das ganze Geld zu sammeln und alles. Und auch jede Wache quasi zu beklauen gefühlt. Ah, ich mag dieses Prinzip von diesem Aufbausystem. Ach, da ist die Liste. Ich weiß gar nicht, wie viele Statuen es hier gab. Ich glaube, es gab 6 oder 8. Also in beiden. Aber ich werde schon nicht alle welche auf Anhieb finden. Mal gucken, ob da oben im Turm noch was drin ist. Oder hier hinten irgendwo. Ah, das war eine Kiste, sehr gut. Ich bin sicher, es war keine Absicht, Bel Giovanni. Nee, war es nicht. Ich bin einfach am Trampel.
Aber wie gesagt, man kann hier in der Stadt, sag ich mal, viel entdecken und viel machen. Aber auch das machen wir alles nach und nach. Ich kann euch jetzt schon mal zeigen, wohin die Statuen eingesetzt werden, die du unterwegs sammelst. Weil die kommen alle hier auf diese Säulen. Da ich bloß einer von beiden hatte. Es sind vier Säulen rundherum, die jeweils zwei Statuen im Besitz haben. Und dafür kriegst du halt immer wieder Kleinigkeiten. In dem Fall jetzt einfach mal 2000. Ah, ich mach die Villa. Die Villa ist echt eine geile Villa. Ah, wieder zwei. Jupiter und Minerva. Hier sitzt der König des Olymps. Neben ihm steht die Weisheit, um seine Herrschaft zu lenken. Ach, schön. Dann dürfte ich für die letzte eigentlich gar keine haben. Ich hätte bis 5er. Ja. Gut. Dann haben wir schon mal 2 abgeschlossen. 3 fehlen noch, wie gesagt. Also 3 einzelne Statuen. Ist in den Türen schon Geld? Na, kurz sehe ich nach. Wir gehen jetzt im Spiel. Ich meine, jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld, jetzt können wir es auch ein bisschen besser eindecken vielleicht. Oder vielleicht sogar schon den ersten Shop erweitern eventuell. Mal gucken. Und das zeige ich euch jetzt. So langsam. Aber sicher. Hier ist der Schmied. Ein paar Stiefel und einen Dolch kaufen. Jo, dann kaufen wir erstmal Lederstiefelchen. Und ihnen Deutsch. So, mehr haben wir nicht. Kleine Waffen haben wir. Munition brauche ich nicht. Rüstung haben wir beides. Reparieren. Ganz nett, Ballon. So. Und empfiehlt uns bitte weiter. So, hier ist der Arzt. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Du kannst mir mal ganz kurz mal eine kleine Flasche Medizin geben. Ein bisschen Erholung und alles sollte wieder gut sein, Freund. So, und jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Lebenspunkte, sag ich mal. Weil desto mehr Rüstungsteile wir kaufen, die besser sind, desto mehr Leben erhalten wir quasi. Welche unglaubliche Preise ich euch begehe. Liebe verehrte Kunden, ihr werdet. Und jetzt wollen wir mal Richtung Onkelchen gehen. Und ich glaube, dann kann ich euch gleich nach und nach zeigen, wie man das Ding hier aus und so weiter. Ah, guck mal, da ist Claudia. Keine Sorge. Hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß. Tja. Die Damen sind nicht zufrieden. Hallo Onkel. Hallo Onkel, ich tat, was ihr sagtet. Und auch schnell, ben fato. Und jetzt bringe ich dir bei, wie man kämpft. Nein, wie schon gesagt, wir ziehen weiter. Ezio, du hast es kaum gegen Vieri geschafft. Auf der Straße wirst du keine Woche überleben. Wenn du gehen willst, na gut. Aber dann wenigstens mit der Fähigkeit und dem Wissen gewappnet, dich zu verteidigen. Wenn nicht für mich. Für deine Mutter und Schwester. Fein. Sehr gut. Übung macht den Meister. Von Mario lernen, wie man kämpft. Und jetzt kriegen wir neue Fähigkeiten. Ein Schwert kannst du schwingen, sicher. Doch Angriff allein gewinnt keinen Kampf. Du musst überleben, um zuzuschlagen. Ich bringe dir bei, wie man ausweicht. Ihr sagtet, mein Vater war mehr als ein Bankier? Bringt wohl nichts, mich zu winden, was? Dein Vater war ein Assassin, Ezio. Ich sagte doch bereits, mein Vater war ein Pfeffersack. Nein, ein Pfeffersack.
Schurken geboren und erzogen. Das kann ich nur schwer glauben. Bene, ich habe dir gezeigt, wie man einen Angriff vermeidet. Jetzt zeige ich, wie du das in einen Vorteil verwandelst. All das über Assassinen und Templer, das riecht nach Fantasie. Wie etwas von einem alten Pergament, das mit obskurer Schrift bedeckt ist? Woher wusstet ihr? Du hast deines Vaters Klinge, also dachte ich mir, dass du auch seine Codex-Seite haben wirst. Codex? Sie, eine Beschreibung der Arbeit des Ordens, sein Ursprung, der Zweck und die Technik. Unser Credo, wenn du willst. Dein Vater glaubte, der Codex enthielte ein mächtiges Geheimnis. Etwas, das die Welt verändern würde. Vielleicht haben sie ihn deshalb geholt. Assassinen, Templer, Codex-Seiten. Das ist alles sehr viel auf einmal. Du musst deinen Geist öffnen, Ezio. Und bedenke, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Na dann. Untergelernt. Sei le armi servono. Ich hasse es zu warten. Fatti sotto. Autsch. Provozieren erlernt. Du machst gute Fortschritte, Ezio. Heute zeige ich dir, wo du dich im Kampf am besten positionierst. Wo du stehst und wie du dich bewegst, kann den Unterschied machen. Ich sah sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Ja, mein Vater war ein Assassine. Aber weshalb diese Heimlichtuerei? Kennst du den Templerorden? Einer von vielen Ritterorden, die während der Kreuzzüge entstanden. Einige sagen, dass er vor fast 200 Jahren in Frankreich aufgelöst wurde. Aber das stimmt nicht. Nur in den Untergrund gedrängt, von wo er sein ruchloses Werk fortsetzte. Welches Werk? Die Templer wollen die Menschheit unterwerfen. Und wir, die Assassinen, haben geschworen, sie zu bekämpfen. War Uberto einer von ihnen? Ja. Und die anderen Namen auf Vaters Liste? Genauso, Templer. Das heißt Vieri. Sein Vater, Francesco. Das würde vieles erklären. So, wenn wir jetzt nochmal aktiviert, festhalten. Okay, quasi A gedrückt lassen, alles klar. Gut. Mario besiegen. Autsch. Drücke, um dein Ziel zu erfassen. Na denn, wollen wir erstmal mit Mario besiegen. Wir prügeln einfach auf ihn ein. Gut so, Neffe. Du hast dich wirklich gemacht. Danke, Onkel. Für alles, was ihr mir gabt. Du bist Familie. Es ist meine Pflicht und mein Wille. Ich bin froh geblieben zu sein. Gut, du hast dich gegen Abreise entschieden. Wir segeln nach Spanien. In 3 Tagen. Aber Neffe, ich lehrte dich diese Dinge, damit du besser vorbereitet gegen unsere Feinde kämpfen kannst. Wenn sie mich finden, werde ich bereit sein. Du willst gehen, Ezio? Alles wegwerfen, wofür dein Vater kämpfte und starb? Dein Erbe leugnen? Fein, wie du willst. Arrivederci e buona fortuna. Onkel, wartet! Warum ist er so wütend? Wie sollte er nicht? Vieri belästigt uns, seit ihr hier angekommen seid. Wohl zu erwarten, denke ich, bei seiner Herkunft. Ach ja. Zu Mario gehen. Dann gehen wir zu Mario. Wenn man das wörtlich nimmt, ist nicht das war alles erlaubt, ein Widerspruch. Wenn nichts war, ist das zweite Satz doch auch bestimmt eine Lüge.
ja. In gewisser Weise, ja. Onkel! Wo sind denn alle? Wir sind nach San Gimignano, um diese Schlange Vieri zu töten. Ich will dabei sein. Bei den Stellen findet ihr, was ihr braucht. Übung macht den Meister. Synchronisiert. Dann besuchen wir doch schnell Maria. Marihuana. Fähigkeit fliehen erlernt. Kuriermission freigeschaltet. Ezio, schau sie an. Ich bringe sie immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Gesammelte Federn in der Truhe in Marias Gemach deponieren. Dann machen wir das mal. 4 von 100 Federn gesammelt. Ach, ist das viel. Nicht. So, dann wollen wir mal losgehen. Also ja, ich möchte die Wendigkeit nicht üben. Ich weiß ja, wie man kämpft. Bin ich, weil das Gefühl, das haben kann, jo. Gut, dann wollen wir mal Richtung Mario und so weiter. Drücken Sie neben einem Pferd zu reiten. In die Toskana, San Gimignano. Ja, da wollen wir reisen. Dann wollen wir mal gucken, wie es Mario und so weiter jetzt geht. Hier steht auf jeden Fall schon mal Söldner. Oh, wir galoppieren jetzt Körper ein. Ich sehe jetzt sogar so aus, ob wir schon richtig sind. Ich parke mal in der Menge, ja. Hi Mario. Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Wie man in den Wald ruft, Mario und seinen Männern beim Attentat auf Vieri di Pazzi helfen. Ja, dann machen wir das mal. Wobei ich mal sagen muss, so viele Mann sind wir auch nicht, ne? Mit 10 Hanseln. Aber naja, gut. Nun gut, Ezio, hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. Da stinkt der Falle, und zwar gewaltig. Waffenrad. Oh, was? Zack.
Naja, gut. Mehr ist hier nicht. Ach doch, mal. Kann ich den noch amüsieren hier? Oh, zack. Ich helfe euch. Lass mich morden. Los, prügel auf ihn ein. Mensch, Feiglinger. Geld. Naja, 3 Cent. Lohnt sich mal. Gut gemacht, Ezio. Sind drin. Ja, ich sehe, dass ihr drin seid. Ich stehe zwischen euch. Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Was hat Vieri denn jetzt? Wohin also? Das weiß keiner. Aber irgendwas macht ihn nervös. Und sonst soll man die Patrouillen erklären. Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Und zack, zack, zack. Ups, ups. Na, schafft das? Gut. Oh, man kann den Turm aufdecken. Ich will Türmchen erklimmern. Yay. Yep, yep. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch einen Turm erklimmen. Dup, 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 da, da, da. Synchronisieren. So. Und ich würde sagen, da wir bei 28 Minuten sind, ungefähr, beenden wir den Part jetzt schon mal hier. Weil ich weiß, dass das jetzt kommt noch ein bisschen länger dauert und das für einen Part mir noch ein bisschen sehr viel ist. Sage ich. Interessante Grafik lädt noch ein bisschen nachträglich. Gut. Würde ich sagen, wir beenden den Part einfach hier. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge um Vieri die Pazzi kümmern. Und mal gucken, wie wir den noch weiter vorankommen. Ich sage also dafür danke fürs dabei sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao, ciao.